Also ich möchte kurz zwei Zitate vom Papst Franziskus aus dem Jahre 2014 vorlesen, aber nicht um den Papst oder gar die katholische Kirche zu thematisieren, in Klammern, die sich im Prinzip, kann man sagen, zumindest als Institution eigentlich selbst widerlegt hat, Klammer zu. Es geht mir nur um die beiden Zitate an sich, nebst dem Umstand, dass der Papst zwar eine polarisierende Person ist, aber jedenfalls nicht den Ruf eines Schwurblers genießt. Der Papst ist nicht öffentlich als Schwurbler diskreditiert, sondern zählt trotz aller Polarisierung zu den offiziellen geistigen Autoritäten dieser Welt. Zweitens, der Papst Franziskus ist zudem meiner persönlichen Einschätzung oder Vermutung nach wahrscheinlich eine der am besten informierten Personen der Welt, ähnlich wie Großinvestoren bzw. Vermögensverwalter, institutionelle Anleger, Investmentbanken etc. Leute, die sozusagen wissen, wie in der Welt der Hase läuft, bzw. zumindest wie das System funktioniert, also das Weltwirtschaftssystem, das ans Finanzsystem gekoppelt ist, beziehungsweise das dem Finanzsystem mittlerweile untergeordnet oder auch unterworfen ist. Drittens, ich zitiere direkt punktuell aus dem Zusammenhang, ohne dass dabei der Sinn der Aussagen auch nur in geringster Weise verändert bzw. abgefälscht wird, was man leicht überprüfen kann, die Quellen sind in der Videobeschreibung. Viertens, beide Zitate stammen also aus dem Jahr 2014. Der Papst Franziskus machte diese besondere, absolut wesentliche Aussage einmal sehr kurz und prägnant beim Treffen der sogenannten Basisbewegung im Oktober 2014 und andererseits auch noch mal etwas ausführlicher in einem Interview für die spanische Zeitung La Vanguardia. Stellt man die beiden Zitate mal nebeneinander, so wird es auch von sich aus offensichtlich, dass die überdeutliche, absolut wesentliche Kernaussage unmissverständlich ist und dass daran auch nichts zu interpretieren ist. Es kann lediglich sein, dass die Aussage nicht in ihrer zwingenden Logik entsprechend verstanden wird, weil nötiges Hintergrundwissen bzw. Allgemeinwissen dafür fehlt. Wenn man sich aber mal mit diesem wohl derzeit wichtigsten Thema der Welt ein wenig beschäftigt, wird man sehen, dass die folgende Kernaussage vom Papst Franziskus in den folgenden beiden Zitaten kaum ernsthaft bestritten oder gar widerlegt werden kann. Im Gegenteil handelt es sich um ein apokalyptisches Problem, das höchstens verdrängt oder verleugnet werden kann und das aber dennoch über unseren Köpfen schwebt, und zwar schlimmer noch als ein Damoklesschwert, denn dieses spezielle Schwert schneidet bereits. Ich zitiere nun also den Papst Franziskus, Zitat Nummer 1, Doppelpunkt. Wir stecken mitten im Dritten Weltkrieg, allerdings in einem Krieg auf Raten. Es gibt Wirtschaftssysteme, die, um überleben zu können, Krieg führen müssen. Also produzieren und verkaufen sie Waffen, so werden die Bilanzen jener Wirtschaftssysteme saniert. Zitat Ende, Zitat abgekürzt. Zitat Nummer 2, Doppelpunkt. Wir schließen eine ganze Generation aus. Anmerkung von mir, der Papst meint damit die hohe Jugendarbeitslosigkeit in einem Wirtschaftssystem, in dem die sogenannte Real- bzw. allgemeine Produktivwirtschaft immer irrelevanter wird gegenüber der Finanzbranche, dem Rüstungssektor und den Gewinnen von einigen Konzernriesen. Also nochmal von vorne, Zitat, wir schließen eine ganze Generation aus, um ein Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, das nicht mehr zu ertragen ist. Ein System, das Krieg führen muss, um zu überleben. Aber weil man keinen dritten Weltkrieg führen kann, führt man eben regionale Kriege. Und was bedeutet das? Dass Waffen produziert und verkauft werden. Und dadurch sanieren sich die Gleichgewichte der großen Weltwirtschaften. Zitat Ende. Erläuterung von mir dazu, Doppelpunkt. Den Wachstumszwang im Wirtschaftssystem, der das Gesamtweltsystem dazu antreibt, ständig an seine Grenzen zu gehen und auch darüber hinaus. Wenn man nur mal zum Beispiel allein mal auf die Umweltverschmutzung schaut, diesen Wachstumszwang, der in der Vergangenheit auch nützlich gewesen ist, der aber jetzt nur noch schädlich ist, diesen Wachstumszwang könnte man
Auch nur zum Beispiel und in dem Fall dann tatsächlich sogar recht minimalinvasiv gewusst, wie mit ganz gezielten bzw. ganz speziellen Finanztransaktionssteuern erheblich entschärfen. Leider interessiert sich kaum jemand dafür, hauptsächlich Richard David Precht am Rande. Das Thema ist nicht populär, weil es schwierig ist, überhaupt Interesse dafür zu wecken. Und die Lösung überzeugt nicht, wenn das Problem den Leuten überwiegend gar nicht bewusst ist oder nicht richtig, also nur nebenbei schon geläufig, aber nicht wirklich vom Zusammenhang her bewusst ist, wenn das Problem nicht als der springende Punkt bewusst ist, wenn das nicht als des Pudels Kern bewusst ist, wenn das nicht in seiner unerbittlichen, verhängnisvollen Tragweite bewusst ist. Der übertriebene Wachstumszwang begünstigt die Kriegsführung und läuft auf diese hinaus, weil Krieg Wirtschaftswachstum erzeugt. Wenn die Konjunktur stagniert, weil ein Markt gesättigt ist oder auch weil die Leute nicht mehr genug Geld in der Tasche haben, um noch ordentlich konsumieren zu können, dann kann ein Krieg die Konjunktur wieder ankurbeln bzw. für eine Ersatzkonjunktur sorgen. Ich hoffe, damit das Video nicht zu lang wird, abschließend jedenfalls, dass alles gut geht. Tja, das kann ich nicht sagen, das wäre mittlerweile längst zynisch, aber ich hoffe jedenfalls, dass uns und allen der Atomkrieg, also das Eintreten des Restrisikos, erspart bleibt. Darauf kann man wohl vielleicht halbwegs realistisch hoffen oder jedenfalls ganz optimistisch kann man darauf zumindest hoffen. On the wire, man. Yeah. You need a flare? No. He's close, man. He's real close. Hey, soldier. Do you know who's in command here? Yeah.